Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Sodilet und heute steigen wir in unseren Mech und spielen Mechabellum. Nee, er flankt jetzt bestimmt. Ja, er flankt. Er flankt. Ja, der Overlord ist eine gute Antwort darauf. Das Spiel wurde sich auch schon in den Kommentaren gewünscht, beziehungsweise einfach vorgeschlagen. Ich habe reingeschaut, das ist einfach ein mega Spiel. Also. Ich liebe ja so Auto-Battler. Boah, so, was nehmen wir? Für den Anfang Riesenspezialist. Finde ich eigentlich ganz cool. Damit wollen wir auf jeden Fall Early gewinnen. Der ist auch immer gut. Und die sind auch gut. Ich denke, damit sollten wir immer gut laufen. Sind laut. Hat Fangs, Sturmrufer und noch mehr Sturmrufer. Deswegen glaube ich, zoomen wir erstmal raus. Die Fangs. Ja, was brauchen wir denn da? Sniper? Sniper. Sniper sind in der Regel immer. Sind in Ordnung. Haben wir noch zwei Sniper, die hoffentlich. Unsere. Wir machen die mal hier da so hin. Hier schnell formatieren und dann rein in die Orga. Lol. Mit Wespen. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, die Runde geht an ihn. Keine Frage. Aber es ist halb so wild. Ist halb so wild. Halb so wild. Festung angreifen. Nein. Das ist immer sehr gut. Kann man anfangen. Immer Einheiten holen. Ich hole mir jetzt schon mal einen Mustang. Und dann eine Mustang-Einheit. Die da zerstört. Und der wird noch mehr holen. 100%. Deswegen wären Fangs eigentlich ganz nice. Aber wir holen einfach nochmal Sniper. Zwei Stück. Die da relativ schnell mit angreifen. Und dann geht's rein. Ja, wie gesagt, noch mehr Wespen. Aber da haben wir mit den Mustangs, glaube ich, eine gute Antwort. Und unsere Fangs, unsere Arclights gegen die Fangs, wenn sie so lange überleben. Ansonsten haben wir auch noch unsere Mustangs und die Sturmrufer. Das tut weh. Aber die Runde sollte an uns gehen. Wenn die treffen, ne? Ich will mich doch verarschen. So. Damit können wir arbeiten. Was wir jetzt am besten brauchen, ist ein Einsatzmodul. Das ist ganz gut. Nehmen wir mal mit. Was hat er sich genommen? Ah, geht viel auf Lufteinheiten. Okay, okay. Ich meine, haben wir. Ja, ich denke, mit dem Peng können wir auch noch gut arbeiten. Holen wir mal die drei hier. Bam, bam, bam. Wir wollen aber noch nicht flanken. Wir wollen nicht flanken.
Machen wir mal ein Schild hin. Das hoffentlich lang genug hält. Schon Upgrade geholt. Das ist sehr früh für ein Upgrade. Und er kann die Runde frei positionieren. Und daher wird er bestimmt ein bisschen weiter außen die Dinger hinstellen. Deswegen machen wir es mal so. Nee, er flankt jetzt bestimmt. Ja, er flankt. Er flankt. So, wenn das Schild stehen bleibt, ist das wirklich grandios. Bleibt aber nicht stehen, schade. Du. Was macht man gegen diese Kackwespen? Die ja jede Runde neu positionieren möchte. Eigentlich jede Flanke absichern. Selbst flanken. Selbst flanken ist immer eine Position. Ja, komm, wir nehmen diesmal nichts mit. Und bereiten uns einfach mal auf den Flank vor. Auf beiden Seiten stellen wir Mustangs hin. Und gegen die alle noch mehr Fangs. Ich glaube so ein 100. Ja, bam, bam, bam. Es sind ja immer zwei Einheiten. Die tun ja potenziell weh. Dem geben wir das da, der wird sich geil hochheilen. Der wird die Safe da einstellen. Der geht auch nach. Wir nehmen es einfach mal. Das nimmt er. Die Teleportationszeit, ja, der geht auf den Flank. Flank von beiden Seiten, ich glaub's nicht. Es ist ein. Nee. Stellt die da weg. Beziehungsweise lässt da eine Einheit vielleicht oder. Nee, gar keine. Boah. Los, der. Also, er wird sich da safe die eine Seite krallen können. Allein weil viele, viele Wespen das sind, aber. Aber ich glaube. Den Rest könnten wir verlieren. Ja. Komm, heil dich hoch. Ich glaube, die Antwort von Wespen sind Wespen. Das ist so ein Dreck. So ein Dreck. An sich cool. Ich habe nicht so viele. Hört eine Armee? Das Wespen. Ne, nehmen wir wieder nichts mit. Luftbone. Eine fette Einheit, die da hin muss. Tanky-Einheit und. Der hat nur Boden, Luft und Boden. So 200, dann kann ich noch zwei Stück holen. Schwierig. Machen wir mal. 400 kostet die. So 200.
flank diesmal nicht. Lol. Dachte sich, okay, Flanks brauchen wir nicht. Ja, der Overlord ist eine gute Antwort darauf. Overlord is the good answer for this. And we will buy more of them. So. Aber er hat sehr viel für Wespen ausgegeben. Punkt. Ende aus. Und Wespen sind ja ganz cool, aber bam, bam, bam. Schaden gibt's trotzdem. Immer noch keine Fähigkeiten. Nee, wir holen nix. Wir holen zwei Oberherr, einen Mustang. Sind die alle da? So. Können wir uns nochmal Vorräte holen? Ne, machen wir diesmal nicht. Oh, der hat hier nochmal einen Schwarm aus Wespen. Wenn, oh, ach, der hat die eben schon angesetzt hier hinten. Von daher ist okay. Direkt mal ein paar Vulkane geholt. Ich glaub's ja nicht. Und Schilder. Aber Vulkane können ja nichts gegen unsere Lufteinheiten tun. Von daher. Kann ich nur hoffen. Kann ich ja nur hoffen. Ja. Jawohl. Meister. Haben wir gewonnen die Runde. Ja, die Oberherren-Typen sind einfach Overkill. Es gibt jetzt auch gut Schaden. Das gibt richtig gut Schaden. Jawoll. Säureexplosion. Verringerte Technik-Upgrades für alle. Komm, nehmen wir mit. Und dann holen wir direkt mal das da. Mehr Schaden. Ich glaube, wir brauchen auch den da. So. Bam, bam, bam. Also dahin. Noch einen dahin. Ja, ich habe mich verklickt. So, und den da. Ich meine. Was will er machen? Was will er machen? Schilde bauen wahrscheinlich. So, damit bin ich zufrieden. Missile Bombs, ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht, solange. Solange der Fokus sitzt, das ist jetzt das ist in Ordnung. Das ist richtig gut für uns hier drüben. Und da sieht es nicht so gut aus, aber ich denke mal, das können wir abwehren. Sobald wir da. Ja, die Runde haben wir gewonnen. Klatschen wir noch ein GG rein. Ja, Wespen sind es halt eben nicht. Anfang ein bisschen genervt, aber so nicht mit mir. Zurück zur Lobby. Yes, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von Mecha Battle haltet. Bis dahin würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde, die ich jetzt auch gleich spielen werde.